Herzlich willkommen zum Pack-Opening, heute leicht verzögert, einen Tag später, weil es waren Wartungsarbeiten länger als prognostiziert. Deswegen gehen wir trotzdem rein. Weekend League, ihr habt es gesehen, 18 zu 11 ausgegangen, kein Gold 1, aber stabiles Gold 2. Und die holen wir uns jetzt ab. Schön, dass ihr alle da seid. So, siehst du, da ist Gold 2. 45.000 Münzen, achso, Pack-Opening, muss ich wieder nach oben hüpfen, ne? Habt ihr immer lieber. Seltene Gold, zwei seltene Mega und die Player-Picks sind da. Fußball RTL, WM-Quali. Ja, und was ist Liechtenstein oder so, ne? Zack. So, 1 von 4, Minimum 89, was soll schon sein? Wir würden uns freuen über einen 97er Mappelchen und alles andere können wir eh nicht hier brauchen. Vielleicht kommt noch einer so kurz vor Ende, gönnt ja EA dann doch mal, aber es ist wieder nur Schmutz. Und wir brauchen davon auch überhaupt nichts. Hilmers kann ich langsam auch nicht mehr sehen. Wie oft haben wir den schon gezogen? Denkst, dass Sané trifft? Mal gucken. So, zweite Pack. Jetzt aber ein Mappelchen. 3, 2, 1. Gönnt uns. Wir kommen nicht über 91. Es ist unglaublich schlecht. Sucek hatten wir mal. Ja, Jungs und Mädels, das waren die roten Player Picks. Danke fürs Zuschauen. Oh, nee, ey. Aber es ist ja jetzt eh wurscht. So, jetzt holen wir noch Division Rivals ab. Wie immer, ihr wisst, nicht gespielt, immer noch unveränderter Skillwert 1909 Division 1 Rang 2. Und wir nehmen da. Mal sehen, ob da noch irgendwelche SBCs kommen. Ach, alleine für die Warm-up-SBCs. Verein ist nicht mehr so prall. Wir nehmen die Untrades natürlich. Viermal seltene Megapack für nix tun. Namen Senior Stefan, grüß dich. Bist auch nicht über 91 gekommen. Ist krass, oder? Da müsste doch irgendwie mal so. Aber nee, ist nicht. Naja, wurscht. In 3 Wochen freuen wir uns über jeden 83er. Daniel, Servus zusammen, grüß dich. Für 4 seltene Mega aus den Rivals. Denn, ja, gehen wir in die Packs. 19 an der Zahl, gigantomanisch. Wir fangen natürlich an mit den Luschen Goldspieler-Packs. Zack. Jo, brauchen wir. Für die Warm-up. Brauchen wir. Goldspieler Pack Nummer 2. Paddy. War heute eine tolle Kaufberatung, Paddy, oder? Auf dem Discord. So, alle Untrade. Moi. Gut, jetzt wollen wir mal sagen, was haben wir denn jetzt Schönes? Prime Goldspieler Pack, seltene Gold. Oh, seltene Spieler, seltene Mega, alter Falter. Und das Prime Gaming Pack. Wer hat's Prime Gaming schon abgeholt? Eins im Chat. Ja, wird gekauft. Hast du EA Play Penny? Habe ich jetzt nicht rauslesen können. Ist FIFA bei. Michael, Servus, ist FIFA nur bei der 4 auf? Jetzt schon kommt. Ach, man kommst immer noch nicht rein? Oh, also ich komme jetzt, bin 19 Uhr erst nach Hause gekommen. Da ging es bis 15 Uhr, ging es auch auf der 5 nicht. Wie es aktuell auf der 4 ist, weiß ich nicht. Kann jemand Michael helfen? Ist jemand auf der 4, der schon spielen kann? René, hi, grüß dich. Sanchez von Tottenham. Ja, das war eine richtige Frechheit. Oh, 289, ja auch nicht schön. Marcel noch nicht abgeholt, nicht vergessen. Kein E-Play, aber geht schon. Penny wieder 2 Döner weniger. Ich mache nur Karrieremodus, glaube ich dir nicht. Und denk dran, es kommt noch PES unter neuem Namen, eFootball, ihr wisst, Free to Play, noch immer ohne Termin.
wenn FIFA uns nicht gefällt, können wir immer alle kostenlos bei eFootball reingucken. Wobei es auch mit Vorsicht zu genießen ist, man munkelt ja, man muss einige Spielmodi oder Ligen oder was auch immer dazu kaufen. Also vielleicht dann doch Pay-to-Play. Mal gucken, mal abwarten. Ich bin jedenfalls sehr neugierig. Erwartungshaltung ist nicht allzu groß, aber mal gucken. Mal gucken, was die das eine Jahr Pause gebracht hat. Und es ist auch Crossplay, ne? Komischerweise, da geht's. Bei FIFA geht's leider nicht. Bist du nicht auf der 4? Meinst du nicht? Ich bin auf der 4 drin, geht ohne Probleme. Bei Patrick. Ah, danke für die Info. Ah, ich bin auf der 5, Marcel. Geht, Sascha, danke. Thomas, Abend. Doch ehrlich, ich mache nur noch bei Foot die Aufgaben. Ach so, aber in 22 spielst du wieder Foot. Dann habe ich dich eben falsch verstanden. Ich dachte, in Zukunft spielst du nur noch Karriere. Wollte ich sagen, Paddy. Da stimmt was nicht. Paddy hat sich, glaube ich, auch noch nicht für die Liga angemeldet, oder? Servus Roman, grüß dich. Komm, sag das mit Ivo bitte nochmal nach der ersten WL. Mal gucken, es gibt doch Online-Ligen und so. Also ich bin echt neugierig, was sie so rausbringen. Gucken wir mal. Moment, weil du dann so genervt bist, Marcel? Läuft wieder? Ah, perfekt. Mal gucken. Also was schade ist, dass es immer noch keinen Termin gibt. So ein bisschen Hype wäre schon schön. Oh. Tradable. Hat man noch einen. Dann kommt noch UFL. Ganz neues Fußballspiel. Auch noch ohne Termin. GTA 5, Next-Gen-Version, 11.11. Muss mir noch überlegen mit der Liga, ob ich auch wirklich Zeit habe. Penny, also noch flexibler können wir doch gar nicht machen. Guck mal. Also ihr müsst 15 Spiele machen innerhalb von 5 Wochen. Als wenn ihr Suchtis das nicht schaffen würdet. Also gut, es sind ja einige mit Schichtzeiten dabei. Aber ich glaube, das wird schon irgendwie klappen, oder? Innerhalb von 5 Wochen. Ich mache auch die Paddy-Karriere-Rules. Jan! Begrüßungssterne-Delay. Jan-Hendrik Hagemeister gönnt 200 Sterne. Begrüßungssterne-Delay. Jan, Dankeschön für 200. Habt den roten Mappe, ihr Walter, Glückwunsch. Hofft sich auf Kruse. Okay, melden mich später. Also PlayStation sieht ja schon stabil aus. Wir haben jetzt, glaube ich, 44 Interessenten. Es sind ja noch keine richtig festen Anmeldungen. Aber Leute, die sagen, okay, hätte ich Bock. Ist ja erstmal für die grobe Planung. Romania Mai gönnt 50 Sterne. 50 auf Kruse. Roman, wehe. Und was ist, wenn Kruse kommt? Wie ist das Payout dann? Wie ist denn die Quote? Was willst du denn wieder haben? Danke für 50. So, haben wir die jetzt weg alle? Die kleinen? Nee, eins noch. Dann geht's in die seltenen. Dann fängt es eigentlich erst richtig an. So. Kein Walkout, kein nix. Quote 1,01. Hättest du auf den spanischen Torwart gesetzt, Roman? Dumm gelaufen. Aber Kruse kann noch dahinter sein. Asenio. Ey, und der guckt schon, oder? Guckt der nicht voll böse? Bei mir ist es die SGD. Sportgemeinschaft Darmstadt? Nee, was ist eine SGD? Daniel, hilf mal. So, wir haben Prime Goldspieler, seltene Gold, ein seltenes Spielerpack. Oh, da sind noch Sachen bei von. Ach, weiß ich gar nicht mehr, wo die her sind. Egal. Seltene Goldpack ist Lust, dann geh mal rein. Spanischer Torwart bekommst 1 Euro. Minus 0,1. Es war Walkout. Ja, grün, Pfoff. Oh. Zaccaria. Gute Karte, aber. Habe ich schon, glaube ich. Ach, Dresden. Okay.
Aber für einen, was war das? Ein seltenes Goldpack? Naja, gut. Ist ja überall jetzt inzwischen das Unmöglichste drin. Ja, siehst du? Müssen wir zurückholen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was frei habe. Ah, nee, tradable. Ey, tradable. Guck mal, Tom, jetzt fast wieder verrissen. Tradable, das ist natürlich cool. Real Madrid Trikot. Aber wenn ich jetzt. Die flammt sonst wieder, ne? Aber guck mal, der hat Real Madrid Trikot Discarded. Tom Lost und so. Pass auf, ich mach's auf die Transferliste. Geht doch klar, oder? Für ein seltenes Gold auf jeden Fall. Thomas, grüß dich. So, dann haben wir schönes. Prime Gold Spieler Pack. Nummer 1. Rojo, ja, oder? Unglaublich. Trilliarden mal gezogen. Der schnelle Rabi. Die sind wieder untrade. Ich sehe keinen Große. Nee, der kommt so safe noch. Doch mal das Trikot auf die Transferliste. Oh, voll. Voll Lust. Nein. Oh no. Nee, jetzt, oder? Björn, grüß dich, guten Abend. Ruta ist noch da. Klopf, klopf, klopf. Habe ich da Kruse gehört? Hi Tom, was findest du besser, Ramos oder Van? Ah, wie schwer. Ramos ist, denke ich mal, die stärkste Karte, so, den, wenn du den 98er meinst. Aber ich spiele halt den Virgil irgendwie lieber, weil Ramos bei mir nicht reinpassen würde. So, wo ist denn das Pack? Jetzt sagt er bestimmt gleich, ihr müsst euch noch um irgendwas kümmern. Hier ein seltenes Spielerpack einfach. Siehst du? Muss ich noch kümmern. Weil, wir müssen noch gucken, ob da noch was hinter ist. Ach nee, wir wollten hier tauschen. Ah, nicht, dass die Server jetzt wegmucken. Wir waren heute den ganzen Tag schon so ein Müll. Jetzt geht's. Siehst du, den haben wir nämlich doch tradable. Ah, Dragon, grüß dich. Namen Drasselbande, Namen Tom. Also ich würde, glaube ich, immer mit Virgil gehen. Ich glaube, die Workrates bei sind auch nicht für jedermann. Bei Ramos ist, glaube ich, nicht so klassisch mit den Workrates. Ich weiß nicht genau, was er hat. So, seltene Mega. Fünfmal, sechsmal. Gut, dann nehmen wir das seltene Spieler zuerst. Ich knall nur noch 88 plus weg. Die ist doch viel zu teuer. Macht doch die 87 mal 10. Son Mertens, Laporte, Modo, Spanien. Tor, nein! Ach nö, ey. Och, auf dem Board. Das ist nur, weil ihr zuguckt. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Roman. Spanischer Torwart. Ist immer safe, die Quote. Wie sieht's mittlerweile aus? Xbox Supporter Liga. Oh ja, kommen wir gleich zu. Clara, hallo, grüß dich. Und an alle hallo und an den besten Streamer. Hab heute beide Totti gezogen, kann mich aber nicht entscheiden. Ach, die Totti. Totti Ramos. Ist nicht ganz so krass wie der 98er. Dann würde ich Virgil Totti nehmen, wenn er bei dir reinpasst. Könnt das beide einbauen. Mein erstes Team, naja, müssen wir mal gucken, was kommt, aber ihr wisst ja, Tom langweilig wird wieder Premier League gehen. Kein Kruse. Kein Kruse. Naja, du siehst ja die Umfrage immer noch, Björn, die ist ja immer noch live in der Supportergruppe. Es sieht schwierig aus. Ich hatte mit dem Chat noch geschrieben, also mit Chat. Kennst du ja, ne? Aus der Liga bisher. Er wäre auf jeden Fall dabei, ist auch Supporter, hat aber irgendwie, glaube ich, nicht geklickt in der Umfrage. So richtig. Also es wären dann fünf, die angezeigt werden. Bei einem fehlt ein Bild. Vielleicht ist der aus der Gruppe raus inzwischen. Ich weiß es nicht genau. Wir gehen ins seltene Mega. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 seltene Mega. Wir hoffen mal auf 50% Walkouts, drei Stück sollten es schon sein. Kein Grusel, der kann ja noch kommen. Spielt ihr auf dem Thomas? Ja, wir suchen dringend einen PC-Spieler.
Immer am besten auf dem Discord melden. Es werden langsam mehr. Ich glaube, wir haben schon jetzt 5 oder so. Aber es ist immer noch eine Rarität, Tatsache. So, seltene Megapack Nummer 1. Rare. Und der erste Walkout ist schon da. Oh, bunt, 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 bunt. Summerstar. Cheezer. Krass. Krasse Karte. Haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, der ist nicht schlecht. Also den kann man vielleicht als Sub oder so mal bringen. Ja, hier, wo kann ich mich melden? Auf dem Discord am besten. Mitspielersuche im FIFA. Kategorie FIFA, Kanal Mitspielersuche. Einfach mal schreiben. Bernd wird sich bestimmt bei dir melden. Wir haben einer unserer Stammleute ist fanatischer PC-Befürworter und sucht händeringend PC-Mitspieler. Dieser war im Draft schon ganz stabil. Ja, der ist auch gut. Der hat, glaube ich, auch 5-5, oder? Kein Kruse dahinter. Und, ach, der ist ja tradable. Leute, das ist ja ein tradable. Da müssen wir natürlich gucken. Ui, uff da, Cheezer. Aber was soll man mit der Kohle? Ist auch egal, oder? Lieber ein Cheezer spielen. Der bringt vielleicht noch 20k. Oh, 56,5. Hallo. Guck an. Ich glaube, dann macht er mehr Sinn, wenn wir ihn da hochbeamen. Das kann auch alles weg. Wir haben noch Tausende. Das kann alles weg. Weg, 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 weg. 3000 Münzen. Krass. Zack, zack, zack. Zack, zack. Den Enker behalten wir mal. Nichts wert hatte ich auch gestern. Gestern 60k bekommen. Ja, nichts wert, Dragon. Ist in den heutigen Zeiten Hammer wert. Cheezer hast du auch. Na, vielleicht hole ich mal wieder zurück. Cool, überlege ich mir nach dem Stream, was wir mit Cheezer machen. Aber immerhin für ein seltenes Mega. Ist okay. Walkout im ersten. Und keiner im zweiten. So, Monsieur Volland. Ja, deswegen, ich weiß noch nicht, Björn, was wir machen sollen. Ich habe es ja gestern nochmal direkt in den Kanal gepostet auf dem Discord der Xbox, der laufenden Xbox-Liga, hast du ja vielleicht gesehen. Kam halt null Resonanz, außer einen Traurig-Emote von Tibu, kam halt null Feedback. Weiß ich nicht, wie ich das einordnen soll. Und wird schwierig. Volland auch tausendmal, oder? Ja. Ja, also, ich meine, die Jungs können ja dann so weiterspielen. Ist halt für alle Xbox-Supporter dann schade. Die werden wir dann vielleicht verlieren. Zweite Walkout ist da. Aber ich kann mir ja keine Xbox-Supporter aus dem Rücken schneiden. Wenn sie nicht da sind, nicht wollen, dann ist es eben so. Ellison, 90er Karte. Zweiundzwanzig, 90, ja, stabil. Kein Kruse. Ach, jetzt haben wir das erste Untrade-Pack. Naja, auch egal. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, Björn. Gucken wir mal, vielleicht passiert noch was mit Xbox. Also zu 5, 6 in der Liga ist, glaube ich, jetzt auch nicht so spannend. Dann bleibt nur die normale so zu spielen. Hast du den? Ach Mensch, Thomas, hast du mit dem grünen Haken und so hat geklappt, ja? Isabel, grüß dich, Frau Ritchie. Hallo. Ja, am besten einfach kurz im Willkommenskanal oder gleich in der Mitspielersuche, wenn du den Kanal gefunden hast. Wird sich bestimmt jemand melden. Aber es kann natürlich jetzt, es ist momentan auf dem Discord auch ziemlich ruhig. Also nicht enttäuscht sein, wenn jetzt nicht gleich 10 Mann schreien. Es geht mit FIFA 22 bestimmt wieder steil.
Alles tutti. Naja, wir haben es ein bisschen verbessert, glaube ich, dass man es jetzt leichter findet mit dem Haken. Dann willkommen auf dem Discord. Kann immer nicht schaden, weil ihr seht auch immer den Streamplan ganz oben und sonstige Sachen. Und ey, jetzt wird aber Zeit für ein Walkout wieder. Muss ich gleich nochmal schmulen, damit ich weiß, wie du dich da genannt hast, dass ich dich finde. Siehst du? Jetzt nicht kein konkreter Zusammenhang. Aber ich gebe es mal schnell ein. So, müsste denn das mit dem Gewürz sein, der Name, oder? Volland, uch ja, hatten wir eben schon, der Volland, der neue Kruse. Spanische Torwart ist schon wieder da. Volland ist tatsächlich der neue Kruse, aber weiterhin kein Kruse. Was soll ich machen? Krass, oder? Wolfsburg war eben auch schon irgendwas. Vielleicht bei den Doppelten? Nee. So, erfreulich sieht's aus auf der PlayStation. Wie gesagt, Umfrage, PlayStation Supporter waren schon 44 begeisterte Mitmacher. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Da kriegen wir also safe die zwei geplanten Ligen. Also Division wollen wir es ja nennen, weil wir haben also Dumfries. Nee. Doch, die hatten wir doch schon. Schade. Ach Mann, ey. Ich muss mal gucken, ist das eigentlich Kalendermonat mit dem Zurückholen über die App? Die 5? Ja, wenn nicht, ist auch egal. Leider haben wir Dumfries schon. Aber trotzdem stabil. Wieder kein Kruse. Ja, da werden wir dann Division 1 machen mit 16 Leuten, Division 2 mit 16, dann haben wir 32 Plätze. Dann haben wir noch entspannt. Schon 12 Leute für die Krabbelliga, Krabbelgruppe. Wobei der Trend ja so ist, irgendwie wollen sie ja. Oh, Pinkrot müssen wir natürlich behalten. Tja, was haben wir Dumfries? Der andere ist doch auch untrade, oder? Nein, der ist tradable. Wieso auch immer. Na, das ist ja genial. Zack. Perfekt. So. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Götze haben wir irgendwie auch ständig, oder? Bleib im Stream, bis der Kruse kommt. KDB bekommen, wenn den Summers da. Aber Björn, wenn mir die Packs gehen mir bald aus. Guck mal, sind nur noch zwei. Nur noch zweimal die Chance auf Kruse. Und dann? Seltene Vega. Ich glaube, wir hatten erst zwei Walkouts. Aber sehr stabile dafür. Wir gehen ins letzte seltene Vega. Danke fürs Zuschauen. Schreibt bitte in die Kommentare, was in euren Rewards Schönes war. Lasst gerne einen Daumen da. Dritte Walkout. On point. Oh, bunt, bunt. Nee, nicht wieder Spanien. Oh. Der kleine Fatih. Da haben wir doch die krasse Karte schon, leider. Ach, gekauft für 2,20. Okay. Spanischer Torwart. Ey. Der ist da, kein Kruse. Auch dahinter kein Kruse. Haben wir schon doppelt? Ah, zweimal untrade. Naja, egal. Jedenfalls wieder eine Menge Stuff für unsere ganzen SBCs. Mal gucken, was da noch so kommt. So. Oh, guck mal, wie wir fast just in time sind, oder? Das ist jetzt echt Zufall. 2020, Marek, erstes Supporter-Game. Wir machen aber vorher noch das Prime Gaming Pack und haben wir nochmal zwei. Die sind schon weg, da war nix. Nee, dann gehen wir ins Prime Gaming. 3, 2, 1, abholen nicht vergessen seit gestern. Neue Amazon Prime-Produkte.
Prime Gaming Pack ist da, einfach Amazon Prime mit Twitch verknüpfen und dann mit eurem EA-Account und dann einfach abholen. Wer Madden spielt, Madden 22 Pack gibt es auch seit gestern. Okay, meistens ist nichts Tolles drin, manchmal schon. La Belgique Innenverteidiger vertonken. Ist der Kumpel von Alderweireld. Aber, naja, gut. Spielerwahl 1 von 4, 83 plus. Uiuiui, aber auch hier erstmal checken, kein Kruse. 1 von 4, 83 plus kommt ja noch. Ui, ein 98er Leber. Also für ein Twitch Prime Pack nicht so schlecht. Leber haben wir allerdings in Rot. Aber stabil, oder? Zwei Tots im Spielerwahlpack. Kann man nicht meckern. Wir sind zufrieden.